Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal möchte ich mich bei der Koalition für die Vorlage dieses Antrages bedanken. Ich habe ihn sehr gerne gelesen und fand ihn informativ und auch inhaltlich sehr gut, denn er beschäftigt sich auch mit einem wichtigen Thema. Auch danke dafür, dass Sie das auf die Tagesordnung gesetzt haben. Humanitäre und bürgerliche Grundrechte sind das Fundament, auf dem Menschen in Freiheit und Sicherheit leben können. Sie sind Errungenschaften politischer Kämpfe und Lehren aus den bittersten historischen Erfahrungen. Nach den massivsten Menschenrechtsverletzungen des Zweiten Weltkrieges wurden humanitäre und bürgerliche Grundrechte in völkerrechtlichen und europäischen Abkommen verankert. Die Europäische Menschenrechtskonvention, kurz EMRK, die Sie auch in Ihrem Antrag erwähnen, ist inzwischen von 47 Staaten, also allen Ländern Europas und Herr Zenner, Europa ist geografisch zumindest mehr als die EU, unterzeichnet worden. Das heißt aber leider nicht, dass die Grundrechte auch überall gewahrt und geschützt werden. Die Liste der Grund- und Menschenrechtsverletzungen in Europa ist lang. Teilweise wurden sie auch schon erwähnt und auch in Ihrem Antrag zählen Sie einige davon auf. Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung ist in vielen europäischen Ländern leider immer noch Alltag. Ich möchte hinzufügen, Kollegin Müller hat es auch getan, dass Diskriminierung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit insbesondere am Beispiel der Roma im Balkan ein System haben. Sie schreiben zu Recht, dass das Recht auf Bildung in Europa für Geflüchtete häufig nicht umgesetzt wird. Ich möchte hinzufügen, das gilt auch für Deutschland und auch für Bremen. Sie schreiben berechtigt, dass Ungarn und Polen versuchen, die Presse- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Ich möchte hinzufügen, auch in Russland und der Türkei gibt es Angriffe auf diese Grundrechte. Sie schreiben wichtigerweise, dass solidarische Asylregelungen wegen nationalstaatlicher Egoismen blockiert werden. Ich möchte hinzufügen, stattdessen werden in Europa Zäune hochgezogen und die Grundrechte Geflüchteter massiv verletzt. Die Zunahme von Grundrechtsverletzungen hat mit Sicherheit auch etwas damit zu tun, dass Europa derzeit eher Zentrifugalkräfte entwickelt. Sie sind darauf schon eingegangen, die Präsidentschaftswahl in Österreich und auch das anstehende Referendum um den Brexit sind Entwicklungen, die uns Sorge bereiten müssen. Die Anziehungskraft der EU hat extrem abgenommen. In der Folge findet die Fortentwicklung gemeinsamer und solidarischer Politik kaum noch statt. Das ist ein fataler Teufelskreis, denn nur durch die Stärkung und Ausbau der sozialen und Schutz der bürgerlichen Rechte kann die EU wieder mehr Zuspruch erlangen. Wir teilen deswegen die positive Position des Antrages hinsichtlich des aktuellen Kommissionsverfahrens zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips im Fall von Polen. Denn wenn ein EU-Mitgliedstaat die Grundrechte der Pressefreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz verletzt, kann das nicht folgenlos bleiben. Wir teilen selbstverständlich auch die Auffassung, dass die Grundrechte geschützt und umgesetzt werden müssen und dass der Senat dafür auf allen Ebenen eintreten sollte. Anlässe dazu finden sich genügend in den 47 Unterzeichnerstaaten der EMRK. Ich möchte an dieser Stelle aufgrund der Aktualität und wegen begrenzter Redezeit aber nur auf die Türkei eingehen. Die Grundrechte der Meinungs- und Pressefreiheit werden in der Türkei nicht mehr gewahrt. Wenn kritische Medienhäuser gestürmt, Journalisten für Jahre inhaftiert und Akademikerinnen angeklagt werden, kann auch der treueste Erdogan-Anhänger nicht mehr behaupten, dass dies unter die Meinungs- und Pressefreiheit falle. Wer das Siedlungsgebiet einer ganzen Bevölkerungsgruppe und ethnischen Minderheit militärisch angreift, ganze Stadtviertel in Schutt und Asche legt und hunderte Zivilisten dabei umbringt, kann nicht mehr für sich in Anspruch nehmen, die Menschenrechte im eigenen Land zu schützen. Wer an der Grenze auf Schutzsuchende schießt und sie zu Tausenden in Kriegsgebiete abschiebt, kann nicht mehr behaupten, sich an internationales Völkerrecht zu halten. Wenn der Ministerpräsident geschasst, Demonstranten verprügelt oder große Teile der Opposition kriminalisiert werden, wie jetzt die Immunitätsaufhebung der HDP-Abgeordneten, kann niemand mehr von Versammlungsfreiheit, politischen Rechten oder einer lupenreinen Demokratie sprechen. Und
Und da kommen wir auf die praktische Konsequenz Ihres Antrages zu sprechen. Die Lage in der Türkei mögen wir vielleicht nicht ändern können. Wer aber für die Wahrung der Grundrechte eintritt, darf nicht auch noch in Zeiten massivster Grundrechtsverletzungen ein Abkommen zur Aufnahme Schutzsuchender abschließen. Die Türkei ist Unterzeichnerin der EMRK, bekommt dadurch aber den Freibrief, weiter Grundrechte verletzen zu können. Sie wird jenseits jeder Realität politisch geadelt als Partnerin beim Schutz der Menschenrechte, obwohl die Menschenrechtsverletzungen aktuell weithin bekannt sind. Die EU und auch die deutsche Bundeskanzlerin haben Erdogan mit diesem Abkommen in seinem Kurs bestärkt, ihn mit Milliarden unterstützt und sich selbst erpressbar gemacht. Die logische Konsequenz aus der Antragsforderung auf die Einhaltung der EMRK hinzuwirken, wäre daher die Forderung nach der Aufkündigung des EU-Türkei-Deals. Unser Änderungsantrag drückt daher ergänzend zu Ihren guten Forderungen die Sorge über die Grundrechtssituation in der Türkei aus und die Kontraproduktivität des Flüchtlingsabkommens. Wir bitten um Ihre Zustimmung zu dieser Konkretisierung und stimmen Ihrem Antrag selbstverständlich auch zu. Dankeschön. Ja, ich möchte nochmal auf das Abstimmungsverhalten der Koalition zu unserem Änderungsantrag eingehen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein anderes Thema ist, Frau Möller. Ich glaube, Sie wissen das auch. Wenn man über den Schutz der Grundrechte in Europa spricht, dann spielt der Schutz der und Einhaltung der EMRK eben schon eine Rolle. Und dann spielt auch eine Rolle, wie die Situation in Russland ist, wie sie in der Ukraine ist und wie sie in der Türkei ist. Wenn Sie diese Debatte gesondert führen möchten, gehen wir darauf natürlich trotzdem gerne ein. Ich möchte auch noch mal eingehen auf den Antrag der CDU, der sich im Gegensatz zum Koalitionsantrag eben ausschließlich mit der EU beschäftigt. Herr Eckhoff, Sie haben einige richtige Dinge in Ihrer Rede erwähnt, insbesondere Ihre Ausführungen zur Freizügigkeit, die teile ich uneingeschränkt. Die Freizügigkeit ist eine der wichtigsten Errungenschaften der europäischen Integration und diese Freizügigkeit für die Menschen, vor allem die Bewegungsfreiheit, die sollte in keinen Umständen eingeschränkt werden. Und die aktuellen Einschränkungen an den Grenzen in europäischen Staaten müssen zurückgenommen werden. An anderen Stellen, ich möchte auch noch hinzufügen, ich bin selber Kind dieser Freizügigkeit. Ich habe zwei Heimatländer in der EU und nutze das natürlich damit auch selbst ausgiebig, die Freizügigkeit, und habe deswegen auch ein persönliches Anliegen daran, dass die Grenzkontrollen wieder aufgehoben werden. Andere Ausführungen aus Ihrem Antrag teilen wir hingegen nicht. Ich fange da einfach mal von vorne an. Sie schreiben in Ihrer Einführung, dass das Erstarken der politischen Kräfte am linken und rechten Rand der Gesellschaft in der EU zu erkennen sei. Vermutlich referieren Sie bei den linken Kräften auf die Syriza-Regierung und auf die Regierung in Portugal. Wenn eine linke Regierung mit über 30% gewählt wird, glaube ich, kann man nicht mehr sagen, sie befände sich am Rand der Gesellschaft. Das nur mal so nebenbei. Auch in Ihren Antragspunkten können wir viele der weiteren Punkte, auch wenn es zu Europaschulen und so alles gut, aber ein wichtiger Punkt geht uns wirklich richtig gegen den Strich, nämlich Sie schreiben in dem Punkt 4b, gehen Sie auf die Flüchtlingssituation ein und die Asylpolitik der EU. Ich glaube, es braucht gemeinsame Lösungen in der EU, das ist auch im Koalitionsantrag erwähnt, es braucht gemeinsame solidarische Lösungen. Und wenn von 160.000 beschlossenen umzuverteilenden Flüchtlingen nur 1.600 verteilt sind, dann ist das ein Scheitern an dieser Stelle. Und ich glaube nicht, dass man hier davon sprechen kann, wie Sie das schreiben in diesem Antrag, dass die Außengrenzen der EU wirkungsvoll geschützt werden müssen. Ich möchte, dass über den Schutz von Menschen gesprochen wird und nicht mehr über Grenzen. Es wurde ja auch bei den Vorreden einiges gesagt zur allgemeinen Europapolitik. Ich teile die Sorge, was die Situation in der EU angeht. Insbesondere, ich habe es auch schon erwähnt, es gibt Zentrifugalkräfte in der EU und leider wenig
Dynamik hin zu einer weiteren europäischen Integration oder Vereinigung, die, glaube ich, nötig wäre. Die Frage ist, wie soll eine weitere Integration aussehen? Aus unserer Sicht ist hier nötig, dass soziale Rechte gestärkt werden, dass die Menschen wieder begreifen, dass sie was an dieser EU, dass in dieser EU was für sie rüberkommt. Und ich glaube, das Beispiel, was Sie hier nennen, nämlich TTIP, ist gerade kein Signal dafür, dass die Menschen das Gefühl bekommen, dass da etwas für sie faktisch bei rüberkommt. Im Gegenteil, viele Menschen in Europa sind dagegen, aus guten Gründen. Viele Prognosen sagen voraus, dass der Abschluss von TTIP und auch von CETA, mal abgesehen von demokratischen Defiziten, insbesondere bei CETA, dazu führen wird, dass eben insbesondere große multinationale Konzerne davon profitieren werden, dass große Konzerne davon profitieren werden und eben nicht kleine und mittlere Unternehmen, die sich dadurch auch in Deutschland bedroht sehen und eben nicht die Beschäftigten in den Unternehmen und eben nicht dazu führen wird, dass Arbeitsrechte und soziale Rechte gestärkt werden. Deswegen sind wir gegen diesen Punkt in Ihrem Antrag. Und werden ihn deswegen insgesamt ablehnen. Dankeschön. Ja.